welcher Traumwelcher Gedanke wird weiter bestehen? Welche Bilder, welche Worte werden unvergessen sein? Wenn die Zeit uns überholt hat, was bleibt für immer? Wie ein Buch mit leeren Seiten, das sich erst beim Lesen schreibt, können wir allein entscheiden, was später mal bleibt. Ob wir handeln oder schweigen und alles akzeptieren, ob wir nur abwärts treiben und nichts erreichen, oder ob wir was riskieren. Wenn wir statt im Leichten den schweren Weg gehen zu unseren Träumen, wenn die uns losstehen, dann bleiben in den Meeres noch Spuren von uns. Wenn wir weiter kämpfen, auch gegen den Strom, solange wir leben für unsere Vision, dann wird etwas bleiben.
mir.